Das ist Martin Joll. Nach einer schier endlosen Suche ist es amtlich. Der Niederländer wird in der kommenden Saison der neue Trainer des HSV. Im Verein ist Joll also schon angekommen. Wir wollen wissen, ob er auch in den Herzen und in den Köpfen der Hamburger bereits präsent ist. Eine Frage, kennen Sie Martin Joll? Nein, kenne ich überhaupt nicht. Nee, nein, kenne ich nicht. Nee. Nie gehört? Nee. Schauspieler vielleicht? Ich kenne ihn nicht. Politiker? Weiß nicht. Fußballtrainer. Richtig, und wo? Im Moment arbeitslos und vielleicht mal beim HSV. Jetzt sicher beim HSV, ist jetzt fest. Das ist traurig. Noch ein Holländer, der zu Null spielt. Ich kenne den Mann nicht, aber der hat nicht so große Reputation wie andere, die abgesagt haben. Und wenn man den vierten oder fünften Trainer nimmt, weil die ersten drei oder vier abgesagt haben, bei der Politik des HSV, also ich bin mir da nicht sicher, ob das hinhaut. Keine Idee, ob das besser wird oder schlechter? Ist eh ein Scheißverein, auf Deutsch gesagt. Der HSV ist ein Scheißverein? Ja. Na, das müssen wir jetzt, glaube ich, rausschneiden. Aber vielen Dank. Martin Joll, ich komme aus Holland. Das ist großartig. Sie kennen Martin Joll? Ja. Was macht Martin Joll denn? Er ist Trainer. Der HSV jetzt. Und ja, wie finden Sie das? Super. Einmal ein guter Trainer in Deutschland. Huub Stevens ist weg, Gott sei Dank. Der ist ja nur am Nölen, ne? Oder nicht? Ja, das frage ich ja Sie. Huub Stevens ist nur am Nölen und Martin Joll wird nicht nölen. Nee, der wird richtig arbeiten. HSV geht jetzt straight ahead nach oben. Ob es mit dem HSV allerdings wirklich straight ahead nach oben geht, wird die Zukunft zeigen, zumal Martin Joll noch ziemlich unbekannt ist. Wenn Sie mehr über ihn erfahren möchten, gibt es hier einen Link auf einen Artikel über ihn. Und wenn Sie es gut oder schlecht finden, dass er ein neuer Trainer des HSV ist, gibt es ebenfalls hier eine Umfrage, an der Sie gerne teilnehmen können.